Da haben wir wieder Post bekommen. Schaut mal, wie süß. Und ich brauche dann mal 4, 5, 6 große Hunde. Was ist, wenn man so viele Hunde an der Leine hat und dann kommt ein anderer Hund an der Leine auf uns zu? Baut bitte die Beziehung zu den Hunden auf. Also, immer wieder Körperkontakt. Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt mir ganz viele Nachrichten bezüglich eines Videos geschrieben, und zwar Leinenführigkeit. Da habe ich euch ein Video präsentiert mit Monty. Ihr erinnert euch, und daraufhin kamen ganz, ganz viele tolle Nachrichten. Erstmal herzlichen Dank dazu. Und viele von euch haben geschrieben, hey, wir würden das mal gerne bei einem kleineren Hund sehen. Wie machst du das dann mit dem Eingrenzen? Und wie geht das dann? Und wie ist es, wenn du 2 Hunde an der Leine hast oder 3? Kannst du uns dazu vielleicht mal ein Video machen? Ja klar, mache ich. Und jetzt geht's los. So, jetzt habe ich hier Mika, ein Hund aus der Hundetagesstätte hier, aus dem Revier für Hunde. Und ich werde jetzt mal versuchen, mit Mika ja ein wenig in die Leinenführung zu gehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn an der Leine habe. Achtet bitte darauf, dass wenn ihr mit Hunden unterwegs seid, welche Leinen, welche Halsbänder und welche Geschirre ihr anwendet. Ich habe jetzt eine sogenannte Schlupfleine und da ist es ganz wichtig, dass ihr den Hund nicht reißt und nicht zieht, damit das nicht zu sehr auf den Kehlkopf und auf die Halswirbelsäule geht. Also bitte dran denken, wenn ein Hund zu sehr zieht, sind solche Leinen nicht vorteilhaft. Gut, kommt mal mit. Mika. Ihr versucht also von Anfang an, den Hund auf euch zu konzentrieren. Jetzt reißt er schon aus. Und jetzt jongliere ich den Hund, Mika, indem ich ihn zu mir locke und mich interessant mache. Jetzt gehe ich mal runter zu ihm. Wir schmusen mal ein bisschen, nehmen Körperkontakt auf. So, wenn ihr also den Körperkontakt aufgebaut habt und jetzt gerade mal keine Leckerchen dabei habt, dann versucht euch mit dem Hund zu verbinden. Verbinden heißt, wir bauen eine Beziehung auf. Schaut mal. Mika. Jetzt ist die Kamera natürlich viel interessanter als ich und jetzt ist der Moment da, wo ich Mika zu mir locke und wir dann mal eine Runde gehen. So, hier dürft ihr jetzt darauf achten, dass der Hund eben nach euch schaut. Super, das könnt ihr über die Körpersprache machen. Ihr seht beim kleinen Hund, zack, auch eingrenzen ist hier möglich. Ne, also immer wieder dem Hund die Grenzen aufzeigen und nicht vergessen, loben, körperliche Zuwendung. Ich finde das so wichtig, das wird so oft vergessen. Die Hunde werden viel zu viel trainiert und dann wird vergessen, dass man eben eine wundervolle Beziehung miteinander hat. Ne? Mika, sehr schön. Gut, also so weit, so gut. Denkt bitte daran, wenn der Hund euch überholt, bleibt ihr stehen, jongliert ihn wieder zu euch und wenn er euch überholen möchte, grenzt ihr ihn über das Schnippen und über das Handzeichen ein. Und dann wieder in die körperliche Zuwendung. Wunderbar. Denkt bitte immer daran, dass ihr am Anfang kleine Schritte mit euren Hunden macht. Also wenn der Hund keine Außenreize oder wenig Außenreize kennt, dann übt nicht in einer außenreizstarken Umgebung, sondern erstmal irgendwo spazieren gehen, wo nichts los ist. Wenige Menschen, wenige Hunde, wenige Fahrradfahrer. Und dann steigert ihr das Ganze, weil ihr solltet die Hunde nicht überfordern. Euer Hund braucht Zeit und ihr auch. Und ihr solltet euch miteinander verbinden. Wenn das dann in einer reizarmen Umgebung klappt, dann könnt ihr auch in Umgebungen gehen, wo mehr los ist. So, und nun möchte ich mit 2 Hunden losgehen. Jetzt ist die Cookie noch dabei. Ihr kennt die Cookie sicherlich. Die Cookie kommt aus Spanien, ist schon ja ungefähr 2 Monate bei mir hier im Revier für Hunde. Und ist ja noch ein Youngster. Ich möchte jetzt mit beiden Hunden losgehen und mal sehen, wie ich das mit der Leinführigkeit hinbekomme. Okay, ihr seid dabei und unterstützt mich. Los geht's. Ja, komm. Komm. Super. Ah, ihr merkt, jetzt wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ne? Jeder hat so seine eigene Energie dabei und jeder möchte irgendwann in irgendeine bestimmte Richtung. Hier heißt es jetzt auch, genau wie bei einem Hund, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für den Hund, körperliche Zuwendung.
Das dürft ihr nicht vergessen. Bitte gebt euren Hunden die ausreichende Liebe und die Zuwendung, damit ihr eine Bindung aufbaut und nicht die ganze Zeit in einer Erziehung hängen bleibt. Okay? Wir versuchen es nochmal. Mika, Cookie, da kam. Ja, super. Super. So ist das toll. So ist das fein. Supi. Toll. Und auch hier wird er die Grenze einbauen, ob es ein Hund oder zwei Hunde sind. Einfach dann in dem Moment bitte eine Grenze einbauen. Jeder definiert Leinenführung für sich anders. Okay? Also mir ist es relativ egal, ob der Hund neben mir läuft, ob er vor mir läuft oder hinter mir. Hauptsache, es ist kein Zug auf der Leine. Das ist am wichtigsten. Merkt euch das bitte. Also, ob ihr mit einem Hund unterwegs seid oder mit zweien, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dieselbe positive Energie an die Hunde weitergebt und eben den Hunden immer wieder zeigt, ihr seid in einer Beziehung mit ihnen. Okay? Macht euch immer wieder interessant. Und versucht immer wieder eine Bindung mit euren Hunden herzustellen. Zwingt sie bitte nicht, reißt nicht an ihnen rum, textet sie nicht zu, sondern bleibt bei euch. Bleibt authentisch, ruhig, ausgelassen und trotzdem zielstrebig. Ihr wisst, wo ihr hin wollt und eure Hunde werden euch dann folgen. Also immer wieder den Kontakt aufnehmen, körperlichen Kontakt und dann los geht's. Super! Sehr schön. Wenn jetzt mal einer ausreißt, ne, dann könnt ihr ihn wieder rüber jonglieren, ganz langsam. Und dann immer schauen, dass die Leine sofort wieder durchhängt. Das ist mir mal ganz wichtig, dass da kein Zug drauf ist. Und dann, Mika, so ist fein. Und dann dürft ihr nicht vergessen, es sind Hunde. Und Hunde haben Nasen. Und diese Nasen wollen beschäftigt werden. Deshalb gebt ihr den Hunden natürlich auch immer wieder ausreichend die Möglichkeit zu schnuppern. Ja, nicht vergessen. Es ist nicht immer nur alles Training, sondern Hunde dürfen auch mal markieren. Die dürfen sich auch mal freier bewegen. Weiter geht's. Da kommt. Ihr könnt auch ruhig schon mal zwischendurch so ein bisschen laufen. Das ist auch nicht verkehrt. Schaut mal. Solange euch die Hunde so folgen, ist alles in Ordnung. Und dann bringt ihr wieder diese Langsamkeit rein. Und wieder stoppen, Kontakt aufnehmen und wieder stehen bleiben. Super. Habt ihr gemerkt? Kurze Signale, zischen, schnippen, Grenze aufzeigen und weitergehen. Wenn ein Hund bockt, wie jetzt, dann hat das immer den Grund, dass er seinen Willen durchsetzen möchte. Mika, Mika. So, dann lenkt ihr wieder die Aufmerksamkeit auf euch und geht dann wieder in eure gute Energie. Ja, also mit einem Hund Leinenführigkeit üben ist eine Sache, mit zwei Hunden ist nochmal eine andere. Okay. Also und immer bei euch bleiben und immer ruhig bleiben. Sich nicht anstecken lassen. Cookie. So, super. So, gehen wir wieder zurück. Auf geht's. So, ich werde jetzt diese beiden Zwerge wieder ins Revier bringen, nämlich Mika und Cookie. Und dann brauche ich mal ein paar mehr Hunde. Aber die zwei haben jetzt erstmal Pause. Denkt da immer dran. Also auch Leinenführigkeit ist anstrengend und ihr braucht da eben Zeit und die Ruhe. Und auch die Hunde brauchen Zeit und auch Pausen. Das hat heute super geklappt. Überfordert eure Hunde bitte nicht. Lisa? Ja, bitte. Ich hätte gerne, dass Cookie und Mika abgeholt wird. Die möchten wieder ins Spieleparadies. Und ich brauche dann mal 4, 5, 6 große Hunde. Ja, alles klar. Ich hole die erstmal ab und dann stelle ich dir dann was zusammen. Super. Wird mir was zusammengestellt. Ist ja auch cool, oder? Ich weiß gar nicht, was kommt. Also ich lasse mich mal überraschen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich es noch kann. Dogwalker, ehemaliger Dogwalker. Ich meine, ich habe das 5 Jahre gemacht. Ich werde es ja wohl noch können, mit 5 Hunden spazieren zu gehen. Oder? Bitte unterstützt mich. Währenddessen ich hier auf die Hunde warte, die Lisa mir zusammenstellt, habe ich mal wieder gesehen. Da haben wir wieder Post bekommen. Schaut mal, wie süß.
aus Leipzig. Ach, wie süß. Wir bekommen oft solche Briefe, Fanpost auch. Das ist jetzt für Jenny Jansen, für meine Kollegin. Und ich finde das so süß. Schaut mal, mit dem Hund, im Schmetterling und der Briefumschlag, total süß mit Sternchen. Und ja, toll, oder? Da freuen wir uns. Danke, 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 danke. Und das ist richtig toll gemalt. Also, schau mal, süß. Danke. Ah, da haben wir den ersten Kandidaten, die erste Kandidatin. Das ist Anouk, ne? Ja, richtig. Ja, danke schön. Super. Gerne. Ja, dann kannst du mir eigentlich schon den nächsten holen. Mache ich. Danke. Ihr seht, hier ist die Anouk. Und die Leinenführigkeit beginnt immer sofort am Anfang des Losgehens. Also, auch hier gilt, genau wie eben bei den beiden Zwergen Cookie und Mika, dass ihr euch mit dem Hund verbindet, nicht Schatz? Und dann gemeinsam losgeht. Auf geht's. Na komm. Auch hier gilt wieder, jonglieren. Super, tolles Mädchen. Toll macht sie das. Schaut mal. Ach, und jetzt ist sie stolz, ne? Und wenn sie so stolz ist, dann könnt ihr wieder mit ihr schmusen. Super, das ist klasse. Ein ganz, ganz aufmerksamer Hund, ne? Merkt ihr das? Super. Da kam. Super. Ne, hier seht ihr wieder, mir ist es jetzt gerade egal, ob der Hund vorläuft oder nicht, solange ich ihn mit meinem Zwei-Finger-System halten kann. Kann ich das nicht, jongliere ich ihn wieder zu mir rüber und drehe mal eine kleine Ehrenrunde. So, auch hier gilt wieder laufen. Caillou. Und wieder die Aufmerksamkeit auf sich lenken, Freundschaft aufbauen, Beziehung aufbauen, Bindung aufbauen und los geht's. Komm, komm, Mädchen. Ja, super. Hey. Und Grenze. Das ist immer ein deutliches Signal. Schnippen, Grenze aufbauen, Körpersprache. Und nicht wickeln, reißen, bei Fuß, streng sein, hart sein. Nein, liebevoll sein, verständnisvoll sein. Leine locker lassen und den Hund dazu bringen, dass er gerne mit euch unterwegs ist. Ne, mein Schatz. Dann komm, wir holen uns mal den nächsten Hund. Auf geht's. Ah, dann kommt die Lenita. Super. Ja, danke schön. So, ich habe den zweiten Hund. Danke, du kannst den nächsten holen. Super, okay, auf geht's. Jetzt habe ich eine Aufgabe, zwei Hunde. Auch hier gilt wieder, wenn die Hunde zu sehr ziehen sollten, dann lasst euch bitte nicht auf diese Energie an. Bleibt einfach mal kurz stehen. Ihr dürft auch euren Spaziergang genießen. Ihr geht auch für euch spazieren, nicht nur für die Hunde. Und schleicht mal am Anfang und lasst euch nicht sofort hetzen. Wir hetzen schon so viel durch den Alltag, da sollten wir beim Spazierengehen erstmal in die Ruhe kommen. Ach, bevor ich es vergesse, wenn man losgeht, bloß nicht den Hunden die ganze Zeit diese Sätze sagen wie: Ja, warte, jetzt gehen wir gleich, warte, ich ziehe dir noch schnell das Halsband an. Momentchen, ich nehme mir noch die Jacke und dann geht's los. Und dann gehen wir aber schnell spazieren. Also da bringt ihr ja selber so eine Stimmung rein. Am besten erstmal ganz cool, ganz ruhig bleiben. Und so geht ihr dann auch los. Später könnt ihr immer noch Blödsinn mit den Hunden machen. Aber am Anfang sollten die Hunde lernen, dass man sich ruhig zum Spaziergang begibt. Also locker bleiben. Leni. Super. Es ist ein wenig anders bei großen Hunden oder bei größeren Hunden, ne? Also die Kleinen, das ist ja immer so, das ist ein bisschen so Gewusel und die Großen sind ja grundsätzlich meistens etwas entspannter. Und die zwei hier, die sind besonders klasse. Aber mir reichen zwei Hunde noch nicht. Ich brauche mehr. Komm.
So, da bin ich wieder und ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch ein paar Weggefährten dabei. Und jetzt versuche ich mal mit mehreren Hunden spazieren zu gehen und das gesittet. Auf geht's. Da kommt. Und immer lächeln. Nicht vergessen, gute Laune haben. So, also hier ist jetzt auch wichtig, wie ihr den Spaziergang startet. Egal, ob mit einem Hund, mit einem kleinen, mit einem großen, mit zwei, mit drei, mit vier oder ich habe jetzt, glaube ich, 7, 8 dabei. Bitte startet den Spaziergang ruhig und gelassen und mit guter Laune. Auf geht's. Wenn die Hunde dann anfangen zu ziehen, dann bleibt ihr bitte in eurer Ausgeglichenheit. Ja? Also lasst euch nicht anstecken, wenn da der ein oder andere bei ist, der vielleicht wirklich mal Stress macht oder ausreißt. Also ausreißt heißt irgendwo mal rüberzieht. Ihr seht, ich habe ja meine kleine Ola noch mit dabei. Die läuft ohne Leine und das könnt ihr auch ruhig machen. Wenn ihr einen älteren Hund habt oder einen Hund, auf den ihr euch zu 100% verlassen könnt, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr mit so vielen Hunden unterwegs seid, auch einen Hund oder zwei Hunde schon mal freilaufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich versuche jetzt mal ein Stückchen zu laufen mit den Hunden und mache dann wieder eine etwas langsamere Gangart. Also, ihr seid dabei, unterstützt mich und bevor ich das mache, komme ich mal wieder zu diesem Thema. Baut bitte die Beziehung zu den Hunden auf. Also, immer wieder Körperkontakt, immer wieder den Hunden zeigen, dass man gerne mit ihnen unterwegs ist und dass man eine Beziehung mit ihnen hat. Das sind jetzt meist fremde Hunde für mich. Ich kenne sie nur aus der Huta und trotzdem dürfen sie sich jetzt hier auf mich verlassen. Also, weiter geht's. Okay. So, wie angekündigt, werde ich mal ein bisschen laufen. Super, toll macht ihr das. Super. Und wir gehen wieder langsamer. Kurzes Zischen. Ob das ein Hund ist, 2, 3, 4 oder 5, bitte immer wieder Ruhe reinbringen. Gut? Also ihr seht, man kann mit einem Hund unterwegs sein, man kann mit zwei Hunden unterwegs sein oder mit drei. Ich hatte jetzt ein paar mehr an der Leine. Was ist, wenn man so viele Hunde an der Leine hat und dann kommt ein anderer Hund an der Leine auf uns zu? Das wäre doch auch mal interessant, oder? Und denkt bitte immer daran, wenn ihr unterwegs seid, bleibt in eurer guten Energie. Lasst euch bitte nicht anstecken, weder von den Hunden noch vom Alltag. Wir haben schon genug Stress im Leben. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich immer auf seine gute Energie verlässt. Ihr seid ja auch für euch unterwegs. Ihr wollt ja nicht nur mit den Hunden spazieren gehen, sondern ihr geht ja auch für euch in die Natur. Ich liebe es übrigens, mit so vielen Hunden unterwegs zu sein, weil ich spüre die Energie von ihnen. Ich bin mal wieder auf dem Weg zurück ins Revier. Also so ein Spaziergang mit mehreren Hunden hat doch was, oder? Also wenn wir wirklich bei unserer ausgeglichenen Energie bleiben, wenn wir ruhig sind, entspannt, gelassen und mit guter Laune durch die Natur schreiten, ja, dann können wir unsere Weggefährten immer mit der Energie anziehen und mitnehmen. Ich muss mal gucken, ob ich meine kleine Ola nicht verloren habe. Wo ist sie? Ach, da ist sie, mittendrin. Viele von euch denken vielleicht jetzt gerade, ja, wie macht man das denn nur? Also ich kriege das noch nicht mal mit einem Hund hin. Leute, das ist Übung. Es ist aber nicht die Übung, die ihr mit den Hunden macht, sondern es ist die Übung mit euch. Ihr müsst in der Ruhe bleiben, in der Ausgeglichenheit. So, und jetzt möchte ich, dass uns ein Hund entgegenkommt. So, ihr Lieben, wie versprochen, gehe ich jetzt mit meinem kleinen Hauswolf-Rudel mal in eine Laienbegegnung. Diese Hunde sind nicht alle von mir, sondern nur drei. Die Marie, die Molly und die kleine Ola da hinten. Die läuft heute mal ohne Leine, weil sie schon eine alte, erfahrene Hündin ist. Und jetzt geht's los. Und die Lisa kommt mir jetzt mit einem Hund entgegen. Und ihr geht mit. Mal sehen, wie es läuft. Kommt, auf geht's. Hi Lisa, ja, hi. Wir üben gerade ein wenig ja, Leinenführigkeit und Hundebegegnungen. Man hat ja schon alle Hände voll zu tun mit so einer Rasselbande. Aber ich finde es immer wieder genial, wie sozial Hunde sein können, oder? Ja, total. Das sieht doch super aus. So ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video der Leinenbegegnung und der Leinenführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
und wünsche mir, dass ihr meinen Kanal abonniert und mich weiterhin begleitet. Habt ihr auch mehrere Hunde und geht ihr auch mit denen stressfrei spazieren? Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss, bis dann. Hey, komm Lisa, gehst du mit? Gehen wir zusammen. Hola, komm. Hola.